Das war das erste Mal, dass das Spiel bei uns gecrashed ist im Stream. Aber irgendwas muss hier jeden Tag sein. Ja, eben, irgendwas muss sein, das ist klar. Alles hat angefangen, als Willst du Flo rechnen? reinkam. Flo ist schuld. Immer. Boss 16. Mr. E. Loki. Moment, ich bin hier gerade beim Chat lesen, Entschuldigung. Mr. Eloki, den Bahnhofsbau könntest du dir inklusive dem Bau vom Server auch bei den Mighty Pirates anschauen, auf YouTube wie auf Twitch. Es gibt zum Teil auch noch die Möglichkeit, sich beides parallel anzuschauen. Muss natürlich deine Leitung hergeben, ist eine andere Geschichte. Jetzt muss ich da gerade noch einen Moment. Ich kann jetzt gerade das eine nicht lesen. Also Daniel, erklär mir mal, was das hier ist. Bahnhof. Ah, okay. Verstehst du das? Ja, alles reicht mir vollkommen aus. Mehr brauche ich nicht wissen. Gut. Bin gerade bei Phase 5 von 7 und ich finde es sehr interessant, dass er das Fenster im Hintergrund meint, übertragen zu wollen und nicht das andere, aber okay, es wird sich hoffentlich gleich geben. Okay. Und Uwe, das mit dem Redaktionellen, da gehen wir jetzt mal hier nicht so ganz drauf ein, oder? Ich weiß nicht, also ganz ehrlich gesagt, ne, wenn man. Vielleicht hat es der eine oder andere bei uns im Forum verfolgt. Unter Umständen könnten unsere Videos als redaktionell vorbereitete Videos angesehen werden. Ja, den Schmarrn, den wir reden, redaktionell. Vor allem vorbereitet. Der war gut. Klingt sehr bürokratisch. Ich drehe die Sache mal andersrum. Wenn wir redaktionelle Sachen machen, dann sind die redaktionellen Sachen im Fernsehen der letzte Schrott, oder? Das eine Also schließt das machen andere wir ja nicht redaktionelle aus. Sachen. Ich weiß nicht, ne? Aber wenn man uns schon als redaktionell bezeichnet, was ist. Nein, ich will da nicht weiter drüber nachdenken. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ja nicht live. Man kann vor- und zurückspulen, man kann sich das Zeug jederzeit anschauen, man muss nicht zu einer bestimmten Zeit da sein. Und es gibt ganz viele Gründe, warum das dann doch kein Livestream im ureigentlichen Telekommunikation, nein, nicht Telekommunikation, sondern im Kommen. Rundfunklizenzthemen ist. Selbst Rechtsanwälte haben mir mittlerweile geschrieben, sie haben keine Ahnung. Ebenso wie manche Landesmedienanstalten. So, und nun? Lässt sich jetzt drüber Hilft. streiten. Ne? Also, ich habe mein Bestes getan und ja, jetzt warten wir halt mal ab, was dabei rauskommt. Ich bin immer noch an dem Thema dran. Aber wir So, machen wie das heute kriege ich noch jetzt? Also spontan. ich weiß nicht, wie Minecraft spielen eine journalistische Arbeit ist. Ich meine, wir sind kein Spielemagazin. Das ist für mich meinetwegen journalistisch, wenn man es so auslegt. Ja, ist ja. Aber wir spielen ja nur. Aber wir. Ja, weiß ich nicht. Und wir haben keine Redaktion im Hintergrund. Also. Journalistisch wäre auch schon, wenn du komplexe Maschinen jetzt beschreiben würdest, wie sie funktionieren, wenn sie aufgebaut werden. Richtig, das ist. Wir nehmen einen Compute-Moment, was? Ja, es ist tatsächlich so. Öffnen ihn mit Rechtsklick. Sobald du. Also wir dürfen jetzt einfach nicht mehr erklären. Ist okay. Sobald man Okay. etwas mehr auf das Thema Tipps und Tricks eingeht oder dann nicht nur das Gesehene kommentiert, sondern auch unter Umständen bewertet. Der Daniel baut voll Scheiße. Das ist jetzt voll journalistisch von dir. Genau, das war dann quasi schon eine Bewertung des Ganzen. Ich dachte, ich meme mal die Bild. Ja, das ist in Endeffekt, ja, das ist so ungefähr Bildniveau. Okay. Alles scheiße. So. Good job. Gut vorbereitet, ich habe kein Material mehr. Wenn die ja Yay. journalistisch durchgeht. Ich habe noch 18 Blöcke und ich habe noch 4 HV-Wires und 3 Flux-Wires. Ich glaube, da kommen wir auch nicht weit mit. Nein. Machst du mal, ja. Oh, ich habe sogar noch ME-Wire-Connector, aber ich habe keine Structural Arms mehr. Also die abgehalfterten. Kann ich die aus den anderen herstellen? Ja, Ja, kann ich. Ha. Will ich wie eine nehmen. Treppe. Jetzt müsste ich bloß noch irgendwas haben, womit ich craften kann im Inventar. Moment, immer mal gucken, ob wir sowas da haben. Nö, Wir natürlich brauchen nicht. immer noch Clay. Haben wir irgendwie Clay irgendwo? Ich fange jetzt Clay TARDIS! an. Könntest du, glaube ich, auch in einem E-Craften. Ich habe jetzt Aus. so oft den Satz, ich habe da was in der TARDIS gewartet. Der kommt heute eher nicht. Oder doch? Aus. Was? Aus. Moment, warte, lass mich gucken. Warum ist der Berg so tief? Ich möchte nicht nochmal auf R drücken bei Clay, das hat vorher schon grandios nicht funktioniert. Das waren, glaube ich, Jetzt muss jemand anderes ran. Earth Essenzen. Moment.
Earth ist Earth Sensen und Water. Und Water, genau. Earth und Water. 2-2. Das. Earth und Water. Jetzt diagonal. Bräuchten wir nur noch Water Essenzen. Die müsstest du drüben im Greenhouse sogar finden. Ich dachte jetzt in der TARDIS. Nein, das kommt heute nicht. Nein, nein. Vorhin in den Kommentaren war die Frage mit Open Computers, ob es da auch SSD-Platten gibt. Ich glaube nicht. Ist sowas geplant? Nein. Damit ist es beantwortet. Die Frage ist auch, wofür SSD-Platten eigentlich? Auch das. Meine viel wichtigere Frage, wie ich gerade finde, ist, warum zum Henker habe ich einen Computer im Inventar? Weil wir beim letzten Mal hinten den Computer vom Bakerman, glaube ich, abgebaut haben, oder? Das kann durchaus sein. Vielleicht. Und da wollten wir irgendwas. Du wolltest ein Hologramm bauen. Ach, stimmt, aber das ging nicht, weil keine API da war. Richtig, ich erinnere mich. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Hologramm? Essen? lass es mich probieren. Du kannst Geht das nicht. Ja dann nachher noch benutzen, um anzuzeigen, wo die Züge gerade sind. Oh Gott, das wird gar nicht geplant. Haben wir unten schon Strom? Hier drüben haben wir Strom. Gut, also ich baue jetzt noch schnell den Server und Ding fertig. Mhm. Bong, bong. Bong, bong. Und dann schauen wir mal, was wir machen wollen. Warum liegt hier eigentlich Dreck? Zum Glück hat er nicht Stroh gesagt. Hallo, Mr. X 2000. Die Einblendung geht wieder. Yay. So, da haben wir das nächste. Server Rack. Flo, willst du noch eine Festplatte bauen in der Zwischenzeit? Ich habe eine. Sehr cool, dann nehmen wir die. Nein! Ich habe auch RAM und ich habe eine Internetkarte und ich habe eine Grafikkarte und ich habe ein EEPROM und ich habe eine CPU und so. Du wirst aber kein Server Rack haben. Nee. Und um ganz kurz nochmal auf das Thema Senderlizenzen zurückzukommen, weil es bei uns im Chat gerade ein klein wenig diskutiert wurde. Die Gesetzgebung ist einfach so alt, dass sie eigentlich nicht mehr in die aktuelle Zeit passt, aber bisher nicht mehr angepasst wurde. Das ist ein bisschen das Problem, eben diese Anpassung. Interessanterweise. Gab es nicht erst vor ein paar Jahren eine Änderung? Ja, schon, aber die hat andere Themen beinhaltet. Okay. Unter anderem hat sich zum Beispiel auch unsere werte Bundeskanzlerin letztes Jahr mit einem Google Hangouts mal mit dem Thema beschäftigen müssen, weil eigentlich hatte sie eine angekündigte Live-Sendung gehabt und hätte dafür quasi eine Sendelizenz gebraucht. Es war eine Google Hangouts Video Hangout, irgendwie in die Richtung heißt das ja. Und da hätte sie also theoretisch auch eine Sendelizenz gebraucht und das ist also auch schon, ja, war damals auch schon ein böser Kritikpunkt. Und ist das halt mit der Gesetzgebung, was ist immer wahnsinnig aktuell ist. Ja. Und das immerhin, Internet ist Neuland. Ja, genau. Von wem stammt ja eigentlich der Ausspruch mit dem Neuland vom Internet? Beckerman, du bist auf Twitch Merkel, offline. Oder? Ich bin auf Twitch gar nicht online. Ich bin nur auf YouTube heute. Ach so. Ah, genau. Okay. Dann erklärt's das. Erklärt's das, richtig. Genau, ne? Frage beantwortet. Dann kann ich mir Multi-Twitch voll sparen heute. Ja, kannst du. Irgendwie. So. Aber gut, dass es mir auch noch nicht aufgefallen ist. Oh, ist doch okay. Dann müssten wir eigentlich... Ja, kein Server-Rake. Was fehlt jetzt? Ich bring noch ein Microchip. Wie hoch müssen wir da raus? Dass sich da keiner in den Stromleitungen hier... Ja, ein Server-Rake. Endlich. So, wo stellen wir den mal hin? Eigentlich wurscht. Aber eigentlich bräuchte man irgendwo da drüben. Okay, Flo, also ich habe eine APU und 3 Komponent-Bus Tier 3, weil ich es kann. Okay. Mehr habe ich noch nicht. Okay. Festplatte, meinst du, hast du eine? Ja. Speicher werden wir nicht allzu viel, denke ich, brauchen, oder? Habe ich aber auch. Hast du auch. Und ja. Grafikkarte brauchen wir nicht, weil... Richtig. Ding. Und so habe ich, ja. BIOS-Dingens... Hab ich. Ding hast du auch. Okay, wunderbar. Dann bräuchten wir eigentlich nur noch einen Strom. Bräuchten einen Strom,
Ein Strom hätten wir gern. Wir brauchen ja ME drüben, um dann irgendwann mal die Sachen rauszupumpen aus dem ME-System. Dann könnten wir ja eigentlich mit einem Tunnel... Also die Karts wollen tatsächlich was Sinnvolles tun nachher, oder wie? Ja. Ah. Alle die Karts... Okay, also vielleicht auch mal für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Wir die haben mich. Ja, genau. Und im Chat, die vielleicht die letzte Folge nicht dabei waren. Wir haben ja... Ach, die sind nicht so wichtig. Wir haben ja ein paar unterschiedliche Gebäude stehen, die ein bisschen weiter entfernt sind. Mit anderen Worten, ich gebe mal eine Kurztour. Wir haben hier drüben den Reaktor von Industrial Craft, der Uranium benötigt, beziehungsweise Fuel. Dann haben wir hier drüben das Kraftwerk, das im Moment, glaube ich, nur aus Holz? Wie heißt's? Nee, der Mod. Immersive Engineering. Holz. Advanced Generators. Advanced Generators, genau. Ah. Advanced Generators funktioniert und benötigt Holz. Hat gerade als temporäre Lösung eine Ender Chest dran. Ist natürlich nicht das Finale. Langweilig. Richtig. Und ganz da hinten steht ein Reactor Craft, beziehungsweise doch Reactor Craft. Ja, Reaktor. Und der will, glaube ich, auch immer mal wieder geliefert werden. Genau. Und das Ganze könnten wir natürlich jetzt machen mit ME-Chests und mit langen ME-Chests. Nee, mit langen ME-Kabeln. Langen ME-Kabeln oder Ender-Chests, aber kann ja jeder. Hier haben wir auch noch ein Greenhouse, wo auch noch Sachen rüber müssen. Wir machen einfach überall Quantum-Tunnels hin. Genau. Und wir haben beschlossen, wir wollen das Ganze mit Karts machen, die rumfahren und die Sachen abholen. Da es aber langweilig ist, einfach zu sagen, okay, jedes Kart kriegt seine eigene Strecke und die fahren schön nebeneinander und behindern sich nicht. Machen wir es uns künstlich schwer und machen was Cooles mit Open Computers. Genau. Richtig, haben wir gesagt, wir wollen einen Bahnhof haben, das ist der hier, wo die reinkommen, die Karts oder beziehungsweise die Züge, und dann von einem Computer ein Gleis zugewiesen bekommen, das frei ist, wo sie hinfahren sollen. Dann werden sie entladen, beladen, je nachdem, was eben ansteht, und fahren dann zu ihrem Ziel wieder. Das ist der Grundgedanke und die Grundidee. Genau. Das Modpack ist öffentlich, genau. Richtig. Und richtig, so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das wäre ja langweilig. Können wir es ja gleich lassen. Nicht nur langweilig, sondern bei uns ist es tatsächlich so gewesen, wir haben es so häufig angefangen, aber nie hundertprozentig zu Ende gebracht. Und jetzt ist wenigstens mal die Möglichkeit. Jetzt haben wir genügend Leute, jetzt haben wir genügend Möglichkeiten. Wir können uns um viele Sachen gleichzeitig kümmern, ziehen damit das Let's Play nicht unbedingt in die Länge. Oder nur die Streams. Ja. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich den ganzen Schmarrn anspreche. Es gibt ja... Jetzt wollte ich das mal positiv ausdrücken. Gibt es ja so spezielle Blöcke extra für... Lockt-Kram, ich weiß nicht. Genau, also ich habe mit Computronics schon ein bisschen rumgespielt. Also ich habe eigentlich, ich glaube, ich kann mehr oder weniger zumindest mal die grundsätzlichen Sachen. Das heißt, du machst mir einfach mal eine Feature-Spezifikation und ich schreibe die Software. Passt. Genau. Das ist der Plan. Beziehungsweise was, also ich kann mal vielleicht kurz erzählen. Bei Computronics gibt es für Railcraft 3 Blöcke, glaube ich, sind es, die interessant sind. Das eine ist das Digital Locomotive Relay. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Relay, nur dass es eben... das Digital Locomotive Relay kann man verknüpfen mit einer Lokomotive und die aus der Ferne steuern. Hilft jetzt nicht so viel, wenn man mehrere Lokomotiven hat, weil dann müsste man jede Lokomotive ein Relay zuordnen, das ist langweilig. Das nächste ist der Digital Signal Receiver. Das ist dasselbe wie diese Receiver, die wir hier stehen haben. Beziehungsweise das sind Relay. Das sind jetzt Relays, aber im Prinzip dasselbe wie das Analog-Ding. Nur dass die eben von einem Computer ausgewertet werden können, was dieses Signal anzeigt. Und dann gibt es noch den Detector Digital. Der sendet ein Netzwerksignal an den Computer, eine Nachricht an den Computer, wenn er etwas entdeckt.
Mit dem kann man dann weiterarbeiten. Was genau, sehen wir noch. Dann, was es noch gibt, wäre eine Ticketmaschine. Mit der kann man Tickets printen für Railcraft. Werden wir aber auch in dem Fall nicht benutzen. Das Ganze allein wird uns nicht reichen. Was aber noch toll ist, dass Computronics eigentlich für sämtliche Railcraft-Blöcke einen Treiber mitliefert. Mit anderen Worten, wir können vom Computer aus sämtliche Sachen ansteuern, die man in der Welt platzieren kann. Unter anderem, und das ist jetzt das, was wir hauptsächlich verwenden werden, gibt es bei Railcraft einen Routing-Track, der ein Ticket hat. Und dieses Ticket kann man mit einem Adapter-Block verändern. Alles genau, wie es funktioniert, werden wir, wenn wir es bauen, genauer nochmal zeigen. Dementsprechend, wenn ihr jetzt gerade ziemlich viel Bahnhof verstanden habt. Voll der Karlauer hier. Badumtisch. Dann ist es kein Problem. Und ja, auch das Routing bei Railcraft haben wir beim letzten Mal ja ziemlich stiefmütterlich behandelt und mehr so ein, was passiert hier überhaupt? Ich hoffe, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr Ahnung habe und wenn wir das Ganze aufbauen. Das hoffen wir alle. Dann werden wir das sehen. Jojo, du hast deine Leute nicht im Griff, eindeutig. Die lachen dich aus. Och, das ist. Haha. Ich wäre sehr verwundert, wenn sie mich nicht auslachen würden. Okay. Dann hätte ich Angst. Dann hätte ich richtig Angst, weil das wäre das wär was Neues. Dann wäre 1. April. Dann wäre 1. genau. Hallo? So, ganz kurz, also den Code von für OC wird's auch zum Download geben. Ja, wenn wir was Brauchbares rauskriegen, dann werden wir das natürlich auch. Das Problem an der Sache ist, dass die Sachen sehr speziell sein werden. Wir können das gerne schauen, dass wir es zur Verfügung stellen, aber die Frage ist, ob ihr damit sonderlich viel anfangen könnt. Wir schauen mal. Also groß versprechen wollen wir jetzt nicht. Gib mir Mühe, den Code möglichst hässlich zu schreiben. Genau, aber wie immer. Es ist auch kein. Nein, das ist unser Code. Psst. Genau. Ey, das haben wir ja auch schon, bei anderen Projekten öfters gemacht. Wenn wir was Brauchbares rausbekommen haben, dann haben wir das auch immer noch in die Videobeschreibung und so weiter gepackt. Also das ist soweit kein Problem. Mhm. Und nochmal die Bullshit-Bingo-Frage. Scheint echt gut angekommen zu sein. Heute nicht, beim nächsten Stream wieder. Genau, wir sind vermutlich diese Folge so damit konzentriert zu bauen, dass wir das gar nicht mitkriegen würden. Oh, du darfst wieder lachen. Olli? Aha. Was ist hin? Flo, was wir uns jetzt gleich noch überlegen müssten, ist, wir hatten beim letzten Mal hier sehr exzessiv Haltegleise gebaut. Die Frage ist, ob wir überhaupt so viel wollen, weil da haben wir im Prinzip wieder für jeden Zug eins. Oder ob wir da irgendwie das Ganze auf, was wir eigentlich machen könnten, wäre ein Haltegleis, das ist zwar recht lang, links, ein Haltegleis rechts und in der Mitte die Durchfahrt sozusagen. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. Dann haben wir 4 Haltegleise. War es so nicht geplant? Ja, wenn du jetzt anguckst, das heißt, haben wir. Die halten dann, wenn sie so ein Signal sehen, oder muss dann doch wieder für jeden Zug, der theoretisch kommt, ein extra Gleistyp da sein? Oder wie läuft das dann? Also grundsätzlich wenn das funktioniert, wäre die Idee so, dass theoretisch jeder Zug jeden Bahnhof, Einfahrt, wie auch immer, benutzen kann. Ja. Und ihm dann, je nachdem, was es für ein Zug ist, vom Computer zugewiesen wird, okay, deine Ladung ist jetzt das und das. Ich befürchte nur, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also mein Problem ist dann schon mal, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Signale funktionieren und sowas. Weil das macht nichts, das weiß ich mittlerweile. Also, ja, gut, dann. Wenn wir es hinkriegen, dass ein Zug, je nachdem, wo er steht, mit dem befüllt wird, was er wirklich braucht. Dann können wir wirklich sagen, okay, der Zug fährt dahin, wo Platz ist. Und das wäre natürlich das Tollste. Ich habe halt keine Ahnung, was man aus den Zügen auslesen kann. Du musst in dem Fall nicht die Züge, sondern die Gleise auslesen. Wenn das Gleis belegt ist, darf keiner hin. Doch, nee, du meinst jetzt gerade fürs Beladen, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, was du aus dem Zug auslesen kannst, ist zweierlei. Erstens kommt gerade eine Lokomotive vorbei.
wo, was hat sie für ein Ticket drin und was hat sie für eine Farbe? Wobei man eine Primär- und eine Sekundärfarbe für eine Lokomotive hat. Es gibt sogar noch was. Was für Card, was für Card. Richtig, einen Namen kann man auch noch. Namen kann man auch noch vergeben. Also das heißt, der Plan wäre, wenn da irgendwie ein Zug über irgend so ein Gleis fährt, dann werden die Weichen so gestellt, dass der dahin fährt, wo er hin muss? Eigentlich wäre, also angenommen, hier kommt ein Zug. Hier kommt der Zug von Industrial Craft. Kommt hier an, kommt zum Computer, der ihn routen will. Okay. Der Computer hat den Bahnhof im Blick und weiß, okay, dieses Gleis hier, das da, ist frei. Oh, jetzt habe ich es abgebaut. dieses Gleis ist frei. Oh, da geht's ja runter. Ja, da geht's runter. Holy moly, was war das denn? Das war mal ein Test für Bedrock. Weg zum Bedrock. Nicht von mir. Okay. Von mir. Da war mal Bedrock. Da ging es zum Bedrock. Da war mal Bedrock, okay. Genau, da bin also, ich auch letzte Folge wunderbar runtergefallen. Das war sehr. Nehmen wir das hier her. Es gibt übrigens ein neues Loch, was zum Bedrock führt, was ich dann gleich noch brauchen werde. Aber das ist mit Stein ummantelt. Also da wird man vielleicht nicht gleich reinfallen. Ist ein bisschen weiter. Bau einen Zug runter. Genau, also stellt fest, dieses Gleis ist frei. Dann kriegt er das Ticket, das ihm sagt, fahr zu diesem Gleis. Dementsprechend fährt er jetzt hier rein. Hier wird festgestellt, wie auch immer jetzt die Gleise aussehen. Er soll nicht auf dieses Gleis, er soll nicht auf dieses Gleis, sondern er soll hier geradeaus fahren. Und das passiert so lang, bis er dann hier drüben angekommen ist. Und hier sagt die Weiche, ja, hier soll er rein und dann fährt er da rein. Und diese Ladestation, die hier steht, sollte dann vom Computer informiert werden, okay, dieser Zug braucht Industrial Craft Fuel. Also und wir wollen quasi, also wir wollen quasi den Zug auf irgendein Gleis, wo frei ist, schicken und da dann die Beladung so konfigurieren, dass das entsprechende für den Zug gepumpt wird. Richtig, wenn das mit dem Beladen geht. Das, also das alles das Gleis schicken ist überhaupt kein Problem. Also das habe ich schon testweise mal in einer Singleplayer-Welt hingekriegt. Also soll wahrscheinlich dann über auf einfach Zeug, oder? Vermutlich ja. Das heißt, du musst quasi das ME-Interface entsprechend konfigurieren. Das geht richtig. Aus einer Datenbank. Wobei du auch gleichzeitig manchmal aus Zügen was ausladen musst. Ja gut, aber das ist ja. Also muss denn was drin bleiben oder kann man einfach erstmal das ausladen und dann wieder auffüllen? Das kann man natürlich machen. Ich hätte gesagt, zuerst einfach ausladen und dann eventuell auf der anderen Seite dann beladen. Oder an derselben Stelle, je nachdem, wie es geht. Ja, dann machen wir das so. Ich würde nur sagen, wir hatten jetzt hier irgendwie gerade 20 Bahnsteige geplant, was ich einfach übertrieben finde. Weil. Übertrieben? Nee, aus dem einfachen Grund, weil wir haben niemals so viele Züge und wenn dann immer alle frei sind, fährt der Zug immer aufs selbe. Dementsprechend, wenn wir weniger Bahnhöfe haben, dann ist das Ganze viel lustiger, weil dann wirklich ein Wechsel drin ist. Hätte ich auch. Dann können wir auch die Züge länger machen. Dann sieht das vielleicht auch besser aus. Dementsprechend denke ich, wenn wir sagen, wirklich ein Bahnsteig komplett durch links, ein Bahnsteig hier komplett durch rechts und in der Mitte das Durchfahrgleis sozusagen und dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben vier Bahnsteige, vielleicht haben wir mehr als vier Züge, dann ist da auch nochmal die Herausforderung mit, die Züge müssen warten, bis ein Gleis frei ist. Jojo, eine Anfrage, wenn du hier ein Einfahrtsgleis hast, einfach hier geradeaus durch und er nimmt dann einfach, wenn rechts davon das B-Endladegleis frei ist, einfach die Weiche und schickt ihn dann nach rechts. Da könntest du, sag ich mal, zwei bis drei Gleise auf jeden Fall locker hinkriegen und es wäre auch von den Schienen einfach und ich denke auch von der Programmierung her einfach. Das könntest du nämlich allein nur mit Signalen hinkriegen. Das wäre toll. Zum End, theoretisch. Also zumindest zum Entladen. Ah, du willst jetzt End- und B-Laden auf unterschiedlichen machen? Muss nicht sein. Also ich würde erstmal damit anfangen, das Entladen zu machen, weil das B-Laden ist für mich eine zweite Stufe. Also, ich meine, also, was ich erzähle mal, wie ich das gemacht hatte. Hm? Ich hatte den Bahnsteig sozusagen, also da, wo der Zug dann hin soll, mit einem Blocksignal versehen. Das Ganze hatte ich an ein Relay angeschlossen, an ein Digital Relay und an einen Computer. Mit anderen Worten, der Computer konnte rausfinden, ist dieses Gleis belegt? Mhm.
Und das für sämtliche Gleise, die eben da sind, so dass er wusste, welche Gleise existieren und welche sind frei. Okay. Wenn jetzt er einen neuen Zug hatte, den er irgendwo hinschicken will, schaut er sich an, okay, welche sind frei, beziehungsweise, ja genau, erstmal welche sind frei und dann den nimmt er den ersten, der eben frei ist und schickt ihn da hin und setzt ihn schon intern auf belegt. Mhm. Und wenn der Zug dann aus dem Abschnitt wieder rausfährt, setzt er ihn auf frei. Mhm. Das Ganze läuft auch wieder mit einem Signal. Genau. Und bevor wir es vergessen, hallo Knuddelmaus 17. Genau. Daniel, kannst du ihn mal kurz hinlegen? Und somit, wenn wir jetzt irgendwie... Haben schon 16 andere Knuddelmäuse? Wow. Und wenn wir jetzt anfangen, irgendwie am Anfang ohne Computer zu arbeiten, habe ich die Befürchtung, dass, wenn dann von da hinten was reinfahren will, der Computer nicht weiß, dass dieses Gleis besetzt ist und ihn dann da hinschickt. Dementsprechend würde ich das komplett mit Signalen machen. Aber warum? Du musst ich kann mich übrigens wissen? Ich kann mich nicht hinlegen, weil mein Schlafsack nicht mehr da ist. Warum der Computer das wissen soll? Wenn das eigentlich über Signale ging. Weil die... Weil der Signal ja nur an dieser Stelle bekannt ist. Wenn wir jetzt da hin. Also, wir haben ja zwei Einfahrten für Züge. Okay. Und wenn wir jetzt nur hier sagen ja oder nein, dann wo kommt der Computer dann ins Spiel? Das ist so das, was ich. Also, ich denke, es macht. Konfigurieren vom Input. Dachte ich. Ja, aber dann. Ich würde alles mit dem Computer machen. Okay. Ich denke nicht, dass es sonderlich viel komplexer ist. Okay, aber ich meine einfach, dass die Schienenkonstruktion, wie sie aktuell hier steht, einfach ein bisschen zu kompliziert ist. Ja, ja, das hier ist gerade... Wie gesagt, das würde ich eben wegmachen. Hm? Und dann mich nur noch auf zwei Gleise legen. Einmal links, einmal rechts. Ja, genau. Du legst mich ja auf zwei Gleise. Das finde ich sehr schön. Also im Prinzip so hier jetzt angedeutet. Bräuchten mehr Gleise, aber. Also im Prinzip links durch, rechts durch, dann vielleicht hier ausladen und dann da hinten irgendwie einladen oder sonst was. Genau. Aber das Ganze eben auf einem Gleis. Und in der Mitte ist eben das Durchfahrgleis, wenn der Zug entweder wieder rausen will oder hier auf die andere Seite will. Mhm. Okay. So, genau. Wo möchtest du den Computer haben, Flo? Gut. Möglichst wurscht. Möglichst wurscht, das ist eine interessante... keine Ahnung, ich meine... was muss denn dann alles angeschlossen werden am Computer? Alle beim von diesen Signalen, oder? Beim Computer müssen diese ganzen Relays angeschlossen werden. Okay. Die Relays müssen aber nicht direkt an den Signalen stehen, die können auch ein bisschen entfernt stehen. Ja gut, das heißt, wir müssen die irgendwie alle verkabeln, das heißt, wir können... die Verkabelung unterirdisch irgendwo hinführen und dann sagen, der Computer steht halt meinetwegen hier drüben irgendwo. Ach, da. Genau, der kann... Immer. Okay. Ja. Nein. War nicht auf dich gemünzt, Jojo. War auf Olli gemünzt. So, halt den Berg. Und zusätzlich brauchen wir noch einen Anschluss mit einem anderen Adapter an die Weichen beziehungsweise an die, wie heißen sie, die Routing-Tracks, die der Lok sagen, wohin sie fahren soll. Darf ich dir mal ein Kabel mehr. Material geben? Ja, genau. Weil dann kümmere ich mich nämlich mal ein bisschen um... Wo drüben? Und dann was? Wo möchtest du den Computer haben? Ja, dann wahrscheinlich irgendwie hier, wo schon Strom ist, oder? Ja. Und dann können wir einfach da unter durch die Kabel rüberführen und dann... Weil wenn die da die ganze Zeit über Kabel sprechen, werde ich mich nämlich auch mal um Kabel kümmern. Um tolle Kabel. Einen Server kann man jetzt eben so machen, dass man mit Rechtsklick ihn konfigurieren kann. Er ist noch nicht fertig konfiguriert, klar. Und dann mit Rechtsklick hier rein, mit Rechtsklick das Ding öffnen kann und dann hier reinlegen kann. Aber ich gebe ihn jetzt erstmal dem Flo, weil er hat noch ein paar Komponenten, die rein müssen. Genau, und mit einem Screen, kann man erstmal was sehen. Braucht ein Keyboard, damit man ihn auch bedienen kann. Weil wenn ihr kein Keyboard vor euch liegen habt, dann funktioniert das Ganze eher schlecht manchmal.
Und jetzt bräuchte er noch Strom. Dann eine Floppy Disk, da ist das Betriebssystem drauf und Strom kriegst du von irgendwo. Von irgendwo, okay. Ja, keine Ahnung. Also zwei Optionen. Oh. Entweder mit einem AE2-Tunnel und wieder ein neuer Pirat. Hallo Immir. Was? Immirson. Ja, sehr schön, dass du dieselben Probleme hast wie ich.